Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge. Die letzte ist ja wirklich schon länger her und wir haben hier die Ausgabe 6 aus dem Dezember 1995, also Weihnachten 95. Und ihr seht schon, wir haben hier so einige große Themen am Start. Zum einen natürlich Pinocchio, was eigentlich ein ganz gutes Spiel ist. Mal schauen, welche Version hier vorgestellt wird. Also da kenne ich sowohl die Super Nintendo als auch die Game Boy Version und die sind beide gar nicht mal so verkehrt. Dann natürlich noch Yoshi's Island und hier haben wir Donkey Kong 2, Donkey Kong Country 2, hier steht's. Ich habe mich gerade gefragt, welcher Teil das wohl ist. Und natürlich Tim und Tibet, was aber jetzt nicht so komplett durchgestartet ist, sage ich mal. Aber ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Ah, und herrlich. Hier in dieser Ausgabe ist sogar hier noch so eine Bestellscheinkarte mit dabei. Ob ich den Kalender vielleicht noch kriegen kann, das wäre natürlich super. Hier haben wir natürlich nur Werbung für Donkey Kong Country 2. Und das ist eine der späteren Ausgaben und das sieht man so ein bisschen an der Aufmachung. Also ich persönlich mag ja eher so die Aufmachung der, sag mal, der frühen 90er Ausgaben. Also nicht die von ganz Anfang, sondern die, die danach kommen und vor dieser, ich sag mal, ein bisschen auf Modernisierung. Das haben wir natürlich hier alles voll die 90er Jahre mit diesen grafischen Effekten und Gestaltung. Ja, hat auch seinen Stil. Ich persönlich finde aber allerdings die älteren irgendwie besser. Ich weiß auch nicht wieso. Und da haben wir hier natürlich die Übersicht, was uns alles hier an fantastischen Spielen erwartet. Da gucken wir jetzt aber gar nicht mehr so genau rein, weil auch hier, ich finde, dieses Grunddesign ist schlecht gealtert. Es ist relativ schwer zu lesen, so ein bisschen auf den ersten Blick. Ich, ja, bevor ich jetzt länger abschweife, ich mag die alten einfach besser. Dann haben wir hier einen Yoshi's Island Wettbewerb, wo man ganz tolle Sachen gewinnen kann. Und zwar Game Boy Pocket ist das, einen normalen alten Game Boy, Uni Rally und das Super Nintendo plus den Super Game Boy Set. Das ist natürlich der richtige Hammer. Hier haben wir nochmal wieder den Kalender 96, den man da vorhin bestellen kann. Und hier haben wir hier schon so einen kleinen Ausblick. Da gibt es später auch einen Artikel, was hier so eventuell vorgestellt wird. Und hier, was mich etwas überrascht, hier haben wir Super Mario auf Abwägen. Das sieht doch hier ganz stark nach dem Super Mario RPG aus, was bei uns ja leider gar nicht erschienen ist. Wo ich mich immer noch frage, warum? Weil Rollenspiele auf den Super Nintendo hatten sich zu der Zeit bei uns ja eigentlich schon seit langer, langer, langer Zeit etabliert. Und gerade hier so eine Kombination, warum haben wir die nicht bekommen? Warum? Ich verstehe es nicht, aber anscheinend gab es hier Pläne, weil sonst würde es ja hier gar nicht so vorgestellt werden. Ne? Das ist ja ganz klar. Dann haben wir hier wieder das Foto des Monats. Ist natürlich wieder toll gelungen. Den Mr. Cool Wettbewerb, okay. Gut, also Sonnenbrille und Basecap, das war halt in den 90ern cool, ne? Deswegen haben die auch gewonnen. Aber kommen wir zu den Spielen. Und zwar Tim in Tibet. Kenne ich persönlich nur die Gameboy-Version. Da muss ich auch irgendwann mal einen Test dazu machen. Ist halt ja zu dem Franchise ja, Tim und Struppi heißen die Comics, glaube ich. Ich war nie ein Riesenfan von diesen Comics. Also was so diese franco-belgischen Comics angeht, war ich eher so bei Asterix, Lucky Luke und so weiter. Und nicht bei Tim und Struppi. Aber scheint hier auf dem Super Nintendo zumindest hier den ähnlichen Einstieg oder den gleichen Einstieg wie auf dem Gameboy zu haben. Und zwar habt ihr hier halt einen Zug und ja, ist ein Plattformer-Level, müsst Gefahren ausweichen und so weiter. Auf dem Game Boy alles gar nicht so einfach, aber auch sehr gut ja, umgesetzt worden. Und hier auf dem Super Nintendo scheint das alles analog zu sein. Also das ist wirklich so ein bisschen zu den goldenen Zeiten der Infogrames-Spiele damals gewesen, wo wirklich auch die Game Boy-Spiele vielleicht alle nicht so unbedingt die Spitzenklasse waren, aber das waren wirklich gute Spiele. Und wie gesagt, die Super Nintendo-Version habe ich persönlich jetzt leider nie gespielt, aber wenn die sich eh nicht spielt, wonach es für mich jetzt aussieht, ist das auch ein durchaus gelungenes Spiel, ist okay. Grafik passt, passt zum Stil, was willst du mehr, ne? Hier haben wir noch verschiedene Abenteuer, das sieht aus wie hier so ein Bazar und so weiter. Also damit hat der Club Nintendo ja damals wirklich Seiten um Seiten ausgefüllt, ganz einfach. Ganz einfach natürlich, weil man damals nicht so diesen Zugang zum Internet hatte und wenn man irgendwie bei irgendeinem Level oder sowas festgesteckt ist, dann kann man da nicht weiter. Und hier ging das denn alles.
Aber ist natürlich jetzt, wenn man zu dem Spiel an sich wenig sagen kann wie ich, dann ist das natürlich hier ein bisschen blöd, wenn das so etwas auf die Seiten gestreckt ist. Hier kommen wir zu Pinocchio. Auch hier scheint die Super Nintendo-Version deckungsgleich mit der Gameboy-Version zu sein. Und da habe ich sogar mal beide gespielt. Und das finde ich persönlich ein überraschend guter Plattformer. Also vor allen Dingen hier in der Bewegung in der Super Nintendo-Version sieht es einfach fantastisch aus, weil die Animationen, die sind richtig, richtig gut gelungen. Und auch hier diese ganzen Umgebungsgrafiken, die sind sehr, sehr gut diesem Zeichentrickstil irgendwie nachempfunden worden. Genau dasselbe auf dem Gameboy übrigens. Also da haben sie versucht, so die Super Nintendo Farbgebung, Grafiken entsprechend zu portieren auf den Gameboy. Bei vielen Spielen klappt das ja nicht so ganz. Ich sage nur Donkey Kong Land 1. Ne, der zweite Teil, der macht es besser. Aber Donkey Kong Land war ja auch so eine Sache. Aber hier ist das wirklich sehr gut gelungen. Da haben sie es wirklich geschafft, irgendwie so auf die Bedürfnisse des Gameboys besser einzugehen. Und das halt alles so entsprechend runterzukürzen, dass es auch gut aussieht. Ist auch hier ein sehr guter Plattformer. Im Prinzip vom Spiel an sich macht das jetzt keine großartigen neueren Sachen. Also ihr habt jetzt keine super großen neuen Mechaniken, die jetzt ganz besonders herausstehen. Aber das muss es ja auch nicht sein. Das Spiel lebt meines Erachtens nach deutlich von der Gestaltung und von den Animationen und so weiter. Also das sieht schon wirklich sehr, sehr gut alles aus. Dann haben wir hier Tetris 2. Auch hier, auch wenn ich mich wiederhole, also scheint eine Folge der Wiederholung irgendwie zu sein. Da kenne ich nur die Gameboy-Version und das hat mit Tetris 1 nicht so viel zu tun. Also es ist eher so ein bisschen Marketing-Gag, das Ganze irgendwie Tetris 2 zu nennen. Ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht mehr, was genau da die Unterschiede waren. Ich glaube, das war tatsächlich nur, dass da irgendwie so ein bisschen Farbe mit reingekommen ist. Also so ein bisschen wie Dr. Mario, dass man neben den Formen auch die Farben kombinieren musste, dass die entsprechend verschwinden. Das scheint hier genauso zu sein. Ja, wie gesagt, hat... Okay... Es hat nicht nur Marketingnamen was gemeinsam, ihr habt hier auch Blöcke und es ist so ein Puzzlespiel, wo halt die Blöcke von unten reinfallen. Ja. Das sind halt die großen Gemeinsamkeiten. Ne? Dann haben wir hier Donald Duck in Maui Mallard. Auch das ist ein richtig gutes Spiel. Vielleicht auch hier nicht so, gehört es nicht zu den besten Plattformen an sich. Auch hier macht es so gesehen wie Pinocchio nicht sehr viel neu, aber... ist grafisch hervorragend. Auch hier, Grafik ist super, Animationen sind super. Das fasst gut diese ganze Stimmung rund um Donald Duck irgendwie ein. Dieses Franchise, dieses Unterfranchise, ich glaube, das war eine Serie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist ja so ein bisschen auf Voodoo getrimmt, so ein bisschen auf New Orleans. Ein bisschen mystisch und der Donald ist halt so ein bisschen der Detektiv, der so ein bisschen Sachen erforscht und so weiter. Hat auch hier so ein Hawaii-Hemd an und ja... ich kenne die Vorlage leider nicht, aber vom Grundsetting durchaus interessant und ja, wie ihr seht, ist es sehr bunt teilweise, teilweise auch nicht, wie man hier sieht. Ich wollte gerade sagen, es ist bunt. Dann kommen wir hier hin, wo irgendwie alles grün-braun ist. Das ist wahrscheinlich so eine Art Dschungellevel oder irgendwie sowas. Aber das Spiel ist auf jeden Fall mal ein Reinspielen wert. Dann haben wir hier Galaga und Galaxian. Auch hier, ich weiß... die alte Panda-Schallplatte, kenne ich nur die Gameboy-Version. Und auf der Gameboy-Version, da wurden halt diese beiden Arcade-Klassiker relativ 1:1 portiert. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier auf dem Super Nintendo genauso sein wird, nur halt ein bisschen mehr Farbe vielleicht irgendwie hinzugefügt, logischerweise. Was ich persönlich etwas schade finde, dass die es einfach so 1:1 irgendwie portiert haben, weil ich finde, aus diesen Spielen kann man auch wesentlich mehr rausholen. Und das finde ich irgendwie schade. Weil wenn man schon diese Klassiker nimmt und die ja, ist ja 20, über 20 Jahre her, oder ja, 20 Jahre nicht unbedingt, aber 15 Jahre, seitdem die erschienen sind, dass sie jetzt irgendwie portiert wurden, da hat sich schon an den ganzen Spielmechaniken etc. ein bisschen was getan. Da hätte man denen auch so ein bisschen einen neuen Anstrich irgendwie geben können. Das sind natürlich, wie gesagt, beides diese Arcade-Klassiker, sehr, sehr simpel. Ich bin kein großer Fan von den Dingern. Dann haben wir hier die Weltpremiere, das Ultra 64, wie das N64 ja ganz am Anfang geklungen oder gehießen hat. Hier haben wir hier schon so ein paar Vorstellungen mit Mario Kart, Super Mario 64 und Wave Race. Wave Racer?
Das hieß doch später Wave Race, oder? Da haben sie das eher sich doch, glaube ich, gespart. Aber auch da, ich bin kein Nintendo 64 irgendwie Experte, deswegen gibt da halt jetzt nicht irgendwie das Volle drauf. Aber hier scheinen sie schon so ein bisschen langsam, aber sicher so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Auch wenn man das Bild sich hier ansieht, das sieht schon wie das finale Produkt aus. Zumindest fallen mir jetzt so auf den ersten Blick irgendwie keine großen Unterschiede irgendwie ein. Und hier hat man hier 100 Konsolen, die staunende Messebesucher irgendwie anzocken können und so weiter. Aber hier haben wir schon wirklich die wichtigsten Starttitel, wobei so Mario Kart 64 weiß ich gar nicht, ob das gleich zum Start irgendwie erschienen ist, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier die Gameboy-Version von Pinocchio. Habe ich ja gerade schon so einiges von gesagt, dass das auch hier hervorragend umgesetzt wurde. Also wenn ihr wirklich mal so einen guten Plattformer auf dem Gameboy sucht, so ein bisschen abseits ist, da grafisch ganz gut aussieht, könnt ihr mit Pinocchio eigentlich nicht viel falsch machen. Definitiv nicht. Dann haben wir hier natürlich so die üblichen Sachen. Der Special Consumer Service. Da merkt man, Mitte der 90er musste man cool sein. Da hat man das alles auf Englisch gemacht. Früher hieß es genau so Spieleberatung und Konsumentenberatung. Die haben es unten noch. Aber es klingt halt nicht cool, ne? Muss man fest sagen. Haben sie natürlich hier nochmal ein bisschen Werbung für gemacht. Ich persönlich habe da nie angerufen, weil ich habe da von meinen Eltern immer verboten gekriegt. Nein, diese kostenpflichtigen Hotlines, die rufst du nicht an, das ist teuer. Aber in den Kommentaren habe ich von ein oder anderen von euch ja schon mal gehört, dass ihr da auch mal angerufen habt. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Hätte ich, glaube ich, auch damals so gesehen gerne mal gehabt, wenn ich irgendwo mal festgesteckt hätte. Weil, wie gesagt, das Internet gab es in so der Form weit verfügbar jetzt nicht. Und da kam es schon natürlich hier und da mal zu Stellen, wo man nicht weiterkam und keiner auf den Schulhof konnte, einer weiterhelfen. Dann haben wir hier ein schreckliches Poster von Donkey Kong Country 2. ist das ein Poster? Nee. Guck grad. Doch, das ist nicht das Poster. Ich wollte gerade sagen, weil das als Poster, ich weiß nicht warum, aber die Komposition ist irgendwie schrecklich. Das soll natürlich hier Donkey Kong Country 2 bewerben. Meiner Meinung nach das beste Spiel aus der Serie, aber diese frühen 3D-Renders hier irgendwie, was haltet ihr davon? Haut zwar in die Kommentare rein, aber ich finde es jetzt nicht so geil. Mag ich sehr, sehr gerne den Titel. Ich hatte damals nur den ersten Teil, war damit schon sehr zufrieden. Aber der zweite Teil ist einfach neutral betrachtet halt noch besser, ohne diese Nostalgiebrille. Das spielt sich halt alles nur etwas flüssiger. Und ich finde auch hier die Dixie Kong, die statt den Donkey Kong mit euch da unterwegs ist, das macht einfach mehr Spaß, mit der zu spielen, weil die ja so ein bisschen leichte Zeit schweben kann. Und ich mag das gerne so bei Plattformern, weil dann muss man nicht unbedingt diese ganzen Plattformen irgendwie ganz direkt treffen und so weiter und hat immer so ein bisschen, ich nenne es mal Sicherheitspuffer, und das ist ja durchaus nicht verkehrt. Aber alles in allem wirklich ein richtig gutes Spiel. Hier haben wir noch ein paar neue Fähigkeiten, wie hier die Schlange, die Spinne, Papagei und so weiter. Da hat man natürlich, muss ich euch nicht erkennen. Ihr kennt alle Donkey Kong Country. Das ist eines der bekanntesten Spiele-Franchises auf dem Super Nintendo und mit Donkey Kong Land auch auf dem Game Boy. Auch wenn es da natürlich nicht ganz so gut ist immer. Aber muss ich nicht viel zu sagen. Und der zweite Teil ist wirklich, wirklich gut geworden. Also dafür, dass die sich dann diesen ersten Teil genommen haben und wahrscheinlich sich vorgenommen haben, hey, wir machen da jetzt noch einen zweiten Teil und auch später auch noch einen dritten. Das haben sie nochmal getoppt. Also zweite Teile sind ja selten oder nicht so oft besser als die ersten. Aber hier haben sie es durchaus geschafft. Und hier sieht man auch schon diese Schiffslevel. Ah, die fand ich mal damals klasse. Weil auch diese Musik, die so ein bisschen Sea Shanty-mäßig, obwohl das auch nicht so direkt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so Piratenmusik irgendwie. Und das passte irgendwie perfekt. Sehr schöne Levels. Dann haben wir hier die Tipps und Tricks Hotline, wo man hier so ein paar Tricks hat. Falls ihr hier mal welche haben wollt, könnt ihr hier das Video kurz pausieren und mal nachlesen. Dann haben wir hier das Poster. Ja, auch das. Ich mag den Stil, aber es ging irgendwie schöner. Ne? Also wenn ich hier den Link ansehe, dann sieht schon etwas seltsam aus. Das ist halt natürlich das Weihnachtsposter. Ist ganz gut, aber hatten sie schon mal bessere, würde ich sagen. Dann haben wir hier die Spielerprofile und die Tipps und Tricks natürlich. Hier haben wir natürlich wieder zwei tolle Leser und haben wir hier so ein paar tolle Tipps. So König der Löwen haben wir hier was, Wario's Woods, Super Bomberman 2 etc.
Dann haben wir Secret of Evermore. Auch ein wunderbares Spiel. Das hatte ich sogar damals. Das hatte ich allerdings nach Secret of Mana. Und weil ich ja so Secret of Mana sehr abgöttisch geliebt habe, auch mit diesem Zwei-Spieler-Modus, war das damals gefühlt ein Rückschritt und ich kam da nicht so gut mit zurecht. Obwohl ich das Spiel sehr für seinen einzigartigen Stil schätze, weil das Ganze ist da so ein bisschen düsterer, erwachsener so ein bisschen. Ihr habt auch einen Hund durch begleitet, was natürlich auch eine ganz tolle Sache ist. Schönes Spiel. Da sieht man hier so ein bisschen wieder mal die Komplettlösung. Wie man sieht, ist alles sehr dunkel gehalten. Ich glaube, weit kam ich nie. Ich habe es immer mal wieder so ein bisschen versucht anzuspielen, aber so richtig weit kam ich bei dem Spiel irgendwie nie. Ja, wir haben hier die Lava-Höhle. Ist grafisch auch besser als Secret of Mana. Das auf jeden Fall, würde ich sagen. Auch da gibt es natürlich hier bessere RPGs auf dem Super Nintendo. Zum Beispiel Terranigma, das ist natürlich nochmal einen Schritt höher. Oder natürlich Chrono Trigger, was ja bei uns leider nie erschienen ist. Und deswegen finde ich es so schade irgendwie, weil das zeigt ja, dass diesem Spiel hier so viel Platz in dem Magazin irgendwie eingeräumt wird. Das zeigt ja, dass ja der Markt für Rollenspiele auf dem Super Nintendo ja durchaus da war in Europa. Also, wieso haben sie denn nicht entsprechend Super Mario RPG hier auch veröffentlicht? Ich verstehe es nicht. Also, es ist auch ein No-Brainer. Es hätte sich verkauft ohne Ende. Leute, denkt doch mal mit. Dann haben wir hier Super Mario World 2, Yoshi's Island, auch hier so ein bisschen Marketing-Gag. Es ist ja, also irgendwie ist es ein ganz eigenes Spiel, aber irgendwie mussten sie es als Super Mario World 2 irgendwie verkaufen. Verstehe ich auch nicht, wieso. Das Spiel hätte auch so für sich stehen können und wäre auch wirklich richtig gut gewesen. Also ist ja auch so gut. Ich hätte sich auch durchgesetzt, vielleicht, aber nun gut, man ist natürlich danach immer klüger. Hat mit dem ersten Super Mario World Teil nicht so viel zu tun, was ich aber gut finde, weil der war ja schon quasi perfekt. Das ist ja genauso wie jetzt bei Super Mario Land Serie, dass der zweite Teil ja so viel anders ist als der erste Teil und der dritte Teil dann wieder ganz anders ist und das finde ich gut. Weil einfach so ein geupdatetes Super Mario World irgendwie dafür zu nehmen, das wäre irgendwie zu langweilig gewesen. Das hätte die Serie irgendwie nicht verdient. Und deswegen ist es schön, dass sie hier so einen komplett anderen Weg irgendwie gegangen sind. Und ja, die Grafik ist natürlich super, da wurde ja der Super FX-Chip genommen, aber nicht so in dieser klassischen 3D-Verwendung, wie zum Beispiel bei Star Fox oder ähnliches, sondern hier tatsächlich, denn um halt die Sprites ein bisschen besser zu skalieren und so weiter. Ganz genau mit einer Thematik bin ich jetzt nicht drin. Und natürlich, ich glaube, das, was jedem von uns im Kopf geblieben ist bei diesem Spiel, ist das Heulen von Baby Mario, wenn man ihn verliert. Aber grundsätzlich ein wirklich fantastisches Spiel, was ich total abfeiere, weil es eben diesen ganz anderen Ansatz irgendwie verfolgt. Und man sieht, dass es hier auch ganz viele verschiedene ja, Spielelemente oder Levelelemente gibt durch diesen FX-Chip. Zum Beispiel hier dreht sich das ganze Level. Das hätte man vielleicht vorher mit dem Mode 7-Effekt vielleicht machen können, auch im Super Nintendo, da bin ich mir nicht sicher. Aber hier geht es natürlich noch viel, viel besser und grafisch beeindruckender. Ne? Dann haben wir hier Kirby's Dream Land 2 für den Game Boy. Hervorragend gespielt. Kann ich euch nur empfehlen. So diese Kirby-Spiele, das erste auf dem Game Boy, das war ja so ein bisschen der Startschuss. Da konnte Kirby auch noch nicht so viel. Dann gab es ja den NES-Teil und dann gab es hier den zweiten Game Boy-Teil. Und da sieht man schon, dass Kirby jetzt endlich das wird, was er auch später mal wird oder ja, für das er bekannt ist, nämlich dass er dann halt Gegner auffressen kann, um irgendwelche Fähigkeiten zu erlernen. Hier haben wir dann halt entsprechend die ganzen Helferlein, die euch da weiterhelfen. Ist ein, obwohl ich bin mir gerade echt unsicher, konntet ihr da schon Gegner aufsaugen und ihren Fähigkeiten oder lief das dann über die Tierbegleiter, dass ihr den Fähigkeiten bekommt? Da bin ich mir gerade echt unsicher, ehrlich gesagt. Ist schon länger her, dass ihr das Spiel gespielt habe, aber ist immer was wert. Also jedes Kirby-Spiel aus der Zeit könnt ihr, glaube ich, wirklich bedenkenlos einfach zugreifen und ja, nehmen. Wunderbar. Ihr startet das Spiel einfach und ihr werdet gleich so kriegt ihr gleich so eine Flauschumarmung von diesem ganzen Kirby-Universum. Die Musik, die kommt und die ist alles so knuddelig und so weiter. Also es ist eindeutig ein richtig, richtig geiles Feel-Good-Spiel einfach. Feel-Good-Spiel. Dann haben wir hier Donkey Kong Land. Wie schon angesprochen,
ist der erste Teil der schwächste. Ich habe ja auch mal jetzt vor einigen Wochen eine kleine Doku über die drei Teile gemacht. Der zweite Teil ist auch hier meiner Ansicht nach der beste, gerade weil sie dieses Grafische aufgeräumt haben. Hier im ersten Teil haben sie noch so versucht, diese vorgerenderte 3D-Grafik vom Super Nintendo 1:1 auf den Game Boy zu portieren. Und das klappt natürlich nicht. Ne? Das ist viel zu unruhig auf den Game Boy. Man sieht es hier vielleicht so ein bisschen. Man kann nicht gut was erkennen und so weiter. Und das haben sie so beim zweiten Teil etwas angegangen und das alles etwas entschlackt und ein bisschen besser auf den Game Boy angepasst. Deswegen ist halt auch der zweite Teil wesentlich besser spielbar. Auch da habt ihr auch wieder Dixie Kong und so weiter. War mein Favorite eben. Deswegen, ja, war ein netter Versuch, sagen wir es mal so, aber... Ja, also die anderen Teile sind wirklich wesentlich, wesentlich besser. Dann haben wir hier Asterix und Obelix, auch hier wieder ein sehr guter Nachfolger zu Asterix, ist halt ein klassisches Infogrames Jump'n'Run, womit ihr absolut nichts falsch machen könnt. Also ihr könnt hier Asterix und Obelix spielen, nicht nur Asterix wie im ersten Teil, habt verschiedene Level, ihr habt viel Abwechslung drin. Also hier, auch hier wird das Rad jetzt nicht neu erfunden, was Plattformer angeht, ist aber einfach fantastisch. Und dann haben wir hier wieder das Comic. Wie immer auch in den letzten Folgen halte ich euch das so kurz da. Ihr könnt pausieren, damit ihr das entsprechend lesen könnt. So, blättern wir einmal ab, um die wunderbaren Abenteuer hier euch anzuschauen. Es geht anscheinend um Wario und um Prinzessin Peach. Oh. Das ist aber ein richtig langes Comic, sehe ich gerade. Da haben sie wahrscheinlich hier zu Weihnachten noch gut was rausgehauen. Haben Sie Wario-Spiele? Bestimmt. Wow, 8 Seiten Comic. Hat man selten, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt auch alles gut erkennen. Ich filme ja hier mit 4K in der Hoffnung, dass ihr es alles entsprechend mal hochauflösend einigermaßen habt. Beleuchtung ist halt immer so ein bisschen ein Problem, aber ich denke, das müsste alles gehen. Dann haben wir hier Super Mario All-Stars. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ein relativ alter Hut. Super Kollektion habe ich auch damals gehabt. Ihr habt halt Super Mario Bros. 1, 2, 3 und The Lost Levels. Also The Lost Levels ist das eigentliche Super Mario Bros. 2, was in Japan erschienen ist. Bei uns ist ja ein anderes Spiel irgendwie als Mario Bros. 2 irgendwie gebrandet worden. Und das spielt sich halt dadurch auch ganz anders. Hier haben wir halt so eine Art HD-Grafik, also ne, für Super Nintendo-Verhältnisse, wurde alles neu gemacht. Finde ich eine richtig gute Sache. Dann haben wir hier Mario Kart, Mario Paint, muss ich nichts zu sagen. Das sind einfach die Klassiker. Ach, das scheint diese Super Classic-Serie zu sein, wo sie es halt nochmal neu aufgelegt haben, was noch so etwas billiger war. Ja, und dann sind wir schon fast beim Ende, sehe ich gerade. Dann haben wir hier die Top Game Boy Charts. Game Boy, was natürlich mich am meisten interessiert. Zelda, Donkey Kong Land, Kirby's Dream Land 2, Wario Land, Mystic Quest, Asterix und Obelix, Street Fighter 2, Donkey Kong, Wario Blast, Mario Speedcross. Ja, würde ich persönlich ein bisschen was hin und her tauschen, aber je nach Aktualität ist das natürlich immer so eine Sache. Super Nintendo haben wir hier, Super Mario World 2, Zelda, Donkey Kong Country, Secret of Evermore, Illusion of Time, Secret of Mana, das sieht man hier wieder, ne? Mit den ganzen RPGs. Asterix und Obelix, Super Mario Kart, Super Metroid und die Schlümpfe. Komisch, dass Metroid so weit unten ist, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Super Nintendo Adventures. Ach, da machen sie extra hier für die Rollenspiele, Action-Rollenspiele eine eigene Liste. Zelda, Evermore, Illusion of Time, Secret of Mana, Soul Blazer. Das sieht man mal, es war hier populär. Also, warum haben wir nicht Super Mario RPG bekommen? Ja, und dann haben wir hier auch schon durch. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe und dieses Video gefallen. Schöne Ausgabe. Was war euer Favorit? Würde mich mal interessieren. Haut es mal in die Kommentare rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.